So, natürlich gibt es, wir haben ja gesagt, außer den Themen Krieg etc. noch andere Themen und ein Thema, das leite ich bloß über, das leite ich ein, ist unsere liebe Corona-Aufarbeitung, die ist ja nach wie vor in vollem Gange ist, aber irgendwie finden noch nicht so richtig die Juristen den Weg zu den Menschen, die uns die so toll damals erklärt haben, wie was alles wichtig ist, dort zu machen. Die erfahrenen Mitglieder der weltweiten Pharma-Mafia, Jens Spahn und Rottmann Grossner, wussten genau, wie man eine Pandemie künstlich erzeugt. Rottmann Grossner weist das RKI an, PCR und Schnelltest nach Vorgaben von Bankkaufmann Jens Spahn auszurollen. Damit kommt die Pandemie in Rollen. Beendet wird sie Jahre später durch Einstellung der Massentests und nicht durch moderne RNA. Hintergrund, der Brief stammt aus den RKI-Mails, dem Leak im Leak, aus dem hineinkopierten Protokoll. Er sieht man dann, dass das Konzept Testen, Testen, Testen aus Spahns Feder stammt und das RKI sich übergangen fühlt. Als erfahrene Mitglieder der weltweiten Pharma-Mafia wussten Spahn und Rottmann Grossner genau, wie man eine Pandemie künstlich erzeugen und den Impfdruck durch Lockdowns, Schulschließungen und Masken so immens steigern kann, dass am Ende die meisten Menschen einknicken und die experimentelle Spritze akzeptieren. So entstand das profitabelste Geschäft aller Zeiten und kam es zu einer immensen Umverteilung des Reichtums, von unten nach oben. Niemals in der Geschichte nahm die Zahl der Milliardäre so rasch zu. Wir reden immer nur von den Impfschäden und so weiter, aber das sollte man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen, wie viele Menschen davon auch profitiert haben und wie viele Menschen jetzt leiden müssen. Oder werden immer mehr hier. Einmal blau-gelb, nochmal blau-gelb. Alles klar. Aber ich übergebe jetzt an dich und du kannst noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ja, guten Abend. Die Macht unserer Eliten und ihr Fokus auf immer die neuesten Technologien, seien es in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts die Atomwaffen bei der Entwicklung oder heute der Wahnsinn, alles über Gentechnologie durchführen zu wollen, sei es die Impfung oder die Einführung zellkultivierter Lebensmittel wie Fleisch aus dem 3D-Drucker oder Milch aus dem Bioreaktor. Es sind immer Überheblichkeiten, die dort mit reinspielen. Und die Überheblichkeit bedingt auch dieses Negieren der Folgen. Folgen von den Atomwaffenabwürfen sind unter anderem die Strahlenkrankheit. Die Strahlenkrankheit ist eine Krankheit, die durch hauptsächlich Alpha- und Gamma-Strahlen hervorgerufen wird. Und diese ionisierende Strahlung zerstört die Stammzellen. Diese Stammzellen sind dafür verantwortlich, dass unsere Zellen sich neu teilen können und damit das Leben weitergehen kann. Deswegen die ionisierende Strahlung zerstört als erstes Schleimhäute und Haut und geht später auf Knochen. Also das dauert einfach länger, weil die Stammzellen dort stabiler sind. Das sind aber auch ähnliche Reaktionen, wie wir jetzt feststellen, durch die Nebenwirkungen der Impfung. Wer kann das abschätzen, was für Folgen das in der Zukunft hat, was für Leiden an der Stelle auf uns zukommen werden? Ich möchte das nicht ausmalen, wie das weitergehen wird. Ich finde es erschreckend, dass diejenigen, die die Gentechnologie voranbringen, jetzt der Heilsbringer sein wollen, auch in der Krebstherapie mit mRNA-Technologie, das ist einfach nur abscheulich und abstoßend. Und das Leiden der Strahlenopfer, sei es in Nagasaki und Hiroshima, sei es in Tschernobyl, sei es in Serbien und im Irak durch die abgereicherte Uranmunition, sei es beim Uranbergbau bei uns im Erzgebirge.
es ist immer menschenverachtend, solche Materialien und solche Technologien gegen die Menschen einzusetzen. Das ist das Mindeste, dass man überlegt und auch die Folgen abschätzt, wenn man neue Technologien einführt. Dankeschön.